Da sind wir wieder, Freunde. Herzlich willkommen zu einem weiteren One Football Q&A. Vorwarnung, ich habe wieder Kaffee getrunken. Es tut mir wirklich leid. Das passiert einfach. Wir nehmen nämlich in den letzten Wochen das Q&A ein bisschen später auf als sonst. Das heißt, ich bin zwei Kaffee weiter drin. Des Weiteren, kleiner Disclaimer, Christoph sitzt hier hinter der Kamera. Also muss ich aufpassen, was ich sage. Ja? Man kontrolliert mich aufs Strengste. Ihr kennt das Spiel, eure Fragen, unsere Antworten. Fragen könnt ihr immer stellen, am Tag vorher im One Football Community Tab. Gestern hat mich keiner von euch unter dem Daily daran erinnert. Ja? Das ist immer noch ein Team-Effort, Freunde. Ich kann das nicht alleine machen. Deshalb war es ein bisschen spät. Trotzdem hat es noch gereicht, um eure Fragen zu bekommen. Und die erste kommt von KatataFisch99. Glaubst du, dass der BVB für Spieler von Leverkusen, Gladbach und Leipzig noch ein sportlicher Aufstieg ist? Also ich würde sagen, dass das sportlich ist vielleicht jetzt in der aktuellen Situation nicht unbedingt der Fall. Ich meine, es ist schwierig zu argumentieren, wenn der BVB jetzt die Champions League verpassen sollte, dann zu sagen, der Gladbach kommt rein und die anderen kommen rein, wobei ich es bei Leverkusen stark bezweifle. Dann ist es natürlich schwierig zu sagen, dass es ein sportlicher Aufstieg wäre. Auf der anderen Seite, wenn du am Ende einer Karriere von einem Spieler auf den Lebenslauf guckst und da steht BVB, dann ist das ein ganz bisschen größer schon immer noch als vor allem jetzt mal Leverkusen, RB und auch Gladbach. Demnach, ja schon, ich bin auch der Meinung, dass in der Wahrnehmung der Spieler BVB der zweitgrößte Verein in Deutschland noch immer ist. Ne? Also ich glaube, dass das immer noch ein bisschen mehr Strahlkraft hat als Gladbach, Leverkusen, Leipzig. Und deshalb sage ich, es ist schon ein Step up, aber sportlich ist es natürlich schwierig zu verargumentieren, wenn sie sich ja die Champions League verpassen sollten. Und nach dem DFB-Pokal gestern würde es mich nicht wundern, wenn Dortmund in der Liga ein bisschen federn lässt. Das hat richtig wehgetan. M. Steffens fragt, du hast drei Joker, mit denen du jeweils ein Ergebnis verändern, einen Transfer verhindern und ein Team zurück zur Bundesliga holen könntest. Wie setzt du deine Joker ein? Transfer verhindern, darüber haben wir letzte Woche schon geredet. Götze und Kaká machen wir nicht nochmal. Ein Ergebnis verändern, dann nehmen wir selbstverständlich den letzten Spieltag 91-92 Eintracht Frankfurt gegen Hansa Rostock. Da drehen wir das Ergebnis einfach um und die Fußballhistorie verändert sich für immer. Eintracht Frankfurt wäre nämlich dann jetzt Rekordmeister. Vermutlich. 50-50 Chance. Und welchen Verein würde ich zurückholen? Dann muss ich aufpassen, was ich sage. Den HSV. Tatsächlich würde ich aber den HSV zurückholen. Die gehören in die Bundesliga. Und also jetzt insbesondere, wenn Schalke absteigt, dann muss der HSV aufsteigen. Sonst wird das ganz, ganz dramatisch trocken irgendwann. So. Philipp Kolbe fragt, welchen dieser Spieler sollte Löw mit zu EM als Stürmer nehmen, davon ausgegangen, dass Werner in einer Formkrise steckt? 1. Werner, 2. Waldschmidt, 3. Müller, 4. Volland, 5. Kruse, 6. Havertz, 7. Stindl. Die Hälfte davon sind ja zuallererst mal keine Stürmer. Ne? Also Stindl, Havertz, Kruse eigentlich auch nicht, Müller ist keiner. Werner, bleiben nur noch Werner, Waldschmidt und Volland. Waldschmidt macht das ganz ordentlich bis jetzt in Portugal und eindeutig mag Jogi Löw ihn ja auch ganz gerne, hat ja jetzt schon das eine oder andere in das Spiel gemacht, aber ist natürlich auch so ein Stürmertyp, der ist jetzt keiner, den du alleine vorne reinwerfen kannst, ne? Das ist niemand, den du der Bälle festmacht und da ständig Gefahr ausstrahlt, aber das ist ehrlich gesagt kein einziger von denen. Wenn es jetzt darum ginge, für die Offensive, wen er davon mitnehmen sollte, dann glaube ich, dass zum Beispiel, also ich meine, Havertz und Werner sind natürlich gesetzt, die werden eben mitfahren und Timo Werner wird auch gesetzt sein im Sturm. Davon gehe ich ganz fest aus. Wir kennen Jogi Löw inzwischen ein, zwei Jahre und wir wissen auch, wenn der sich was in den Kopf gesetzt hat, dann rollt er damit, unabhängig davon, ob das die beste Entscheidung ist oder nicht. Deshalb wäre meine Wette jetzt, dass Timo Werner auf jeden Fall gesetzt. Was denkst du, Christoph? Ist Timo Werner gesetzt bei der EM? Schon, oder? Ja, ist einfach völlig egal. Da könnte jetzt auch noch ein deutscher 19-Jähriger um die Ecke kommen, der 10 Tore macht in der Rest der Rückrunde. Da wird sich nichts ändern. Und ansonsten, er müsste natürlich Thomas Müller mitnehmen. Wir wissen alle, warum er es nicht machen will. Es geht da natürlich auch so ein bisschen um die Soft Skills und darum, dass Thomas Müller sehr einflussreich ist. Waldschmidt finde ich eine gute Option von der Bank. Würde man mitnehmen. Kevin Volland gehört rein. Wenn man Thomas Müller nicht mitnimmt, dann doch bitte Kevin Volland. Denn der hat immer mehr Qualitäten als Verbindungsspieler auch, die auch ein Thomas Müller hat. Bei Kruse müssen wir uns nichts vormachen. Der Mann steht viel zu sehr in der Öffentlichkeit, als dass er für die Nationalmannschaft eingeladen wird. Und Lars Stindl, ja, ich glaube, Lars Stindl hat zu wenig Alleinstellungsmerkmale von seinem Skillset im Vergleich mit diesen anderen Spielern. Als dass er nominiert werden würde, würde mich doch sehr überraschen, auch wenn ich mich extrem für Stindl freuen würde. Meine Antwort ist also, keiner von denen ist der perfekte Stürmer und Timo Werner wird gesetzt sein, davon können wir ganz stark ausgehen. Aber wenn ich jetzt mal
Ich mache jetzt mal hier Nominierungswahrscheinlichkeit zur EM, ja, von oben nach unten. Timo Werner 100% dabei. Havertz sicher dabei. Und dann kommt schon für mich, auf der 3 kommt Waldschmidt, auf der 4 kommt Stindl, auf der 5 kommt Müller, auf der 6 kommt Kruse. Wen habe ich jetzt vergessen? Auf der 7 Volland. Ja, das sind meine Nominierungswahrscheinlichkeiten. Nee, ich sage nicht, dass ich damit konform gehe. Ich sage nur, dass ich glaube, dass es aktuell die Rangliste ist. LuisXX007 fragt, was hältst du, Nico, von deiner Parodie von Niklas Neo mit dem One Football Schalke Goats? Wenn ihr das nicht gesehen habt, dann geht auf jeden Fall mal nach diesem Video rüber zu Niklas Neo auf YouTube und guckt euch das Schalke Goats an. Es ist absolut hervorragend. Absolut hervorragend. Also ich habe mich wirklich kaputt gelacht, aber ich muss leider sagen, ich habe mich auch sehr ertappt gefühlt. Scheinbar bin ich ziemlich einfach zu kopieren. Das war meine größte Erkenntnis aus der Geschichte. Denn das hat der Niklas übertrieben gut gemacht. Hat sogar meine Geste kopiert und meine pathosbeladene Präsentationsweise während der Goats. Hat er absolut hervorragend gemacht. Diese eine Szene, wo er diesen Ausschnitt von mir nimmt, wo ich über Sportgrößen rede und dann abschließt mit oder Guido Burgstaller, crackt mich jedes Mal. Ist so. Ja, habe ich bestimmt 15 Mal geguckt und ich lache jedes Mal laut, wenn er es sagt. Also absolut hervorragend. Niklas Neo, Schalke Goats, guckt es euch gerne an. Absolut brillant. Marc LSN, wie sehr würde ein Weltklasse-Trainer eine Mannschaft in einer unterklassigen Liga, fünfte bis hin zur Kreisliga, verbessern? Also natürlich hätte der einen immensen Impact, aber was denkst du denn, was da für ein Zornlevel erreicht wird von diesem Trainer, wenn er merkt, dass keiner der Spieler in der Lage ist, das umzusetzen, weil drei Viertel von denen Sonntagmorgen noch besoffen sind. Also wenn du jetzt, okay, wenn du, sagen wir, wir gehen in die Kreisliga, du nimmst eine durchschnittlich talentierte Kreisligamannschaft oder ein bisschen überdurchschnittlich und gibst sie dem Trainer an die Hand und die sagen dann, okay, wir buyen alle in, wir gehen all in, wir arbeiten alle, wie der Trainer sich von und wünscht, wir arbeiten also wie Profis, dann wird er schon in der Lage sein, die durchzuführen, durch ein paar Ligen, aber auch Talent führt auch nur begrenzt weit. Das heißt, ich glaube, dass der Unterschied groß wäre und dass er einen großen Impact hätte, aber ich glaube, dass es einfach nicht zusammengehen würde, weil ein Profitrainer natürlich eine komplett andere Arbeitseinstellung, einen komplett anderen Arbeitsaufwand einfordert. Und das geht einfach nicht zusammen. Ne? Du kannst nicht das System von den Top-Trainern dieses Planeten, kannst du nicht mit Dienstag und Donnerstag 2,5 Stunden Training, von dem die letzten 1,5 Stunden gekickt werden, kannst du es nicht umsetzen. Das funktioniert halt einfach nicht. Aber wenn man da jetzt irgendwie, wenn man da ein Laborumfeld schafft und diese Mannschaften plötzlich nichts anderes mehr zu tun haben, als Vollzeit zu trainieren, dann haben die sicherlich, hat der Trainer sicherlich einen großen Impact. Davon würde ich schon ausgehen. Marvin 2001 fragt, was hältst du vom Haaland-Tor mit dieser Abseitsentscheidung und Baumgarts Kommentar dazu? Finde, dass es kein Tor hätte sein dürfen. Ja, das war natürlich der große Aufreger gestern im DFB-Pokal. Es geht natürlich um das Tor von Erling Braut Haaland in der 95. Minute, also in der Verlängerung schon, für den BVB gegen Paderborn. Also ich habe mich da gestern Abend doch auch sehr aufgeregt. Vor allem über den Einsatz des Videobeweises, über die Dauer. Ich fand es dann sehr, sehr schön, dass man den Atzen Baumgart da ein bisschen hören konnte auch die ganze Zeit, was er da gequatscht hat. Hervorragender Typ. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Zeit gehabt, um mich damit auseinanderzusetzen und habe ein paar Sachen darüber gelesen. Unter anderem bei den Kollegen von Colinas Erben, die man wieder mal und immer wieder empfehlen kann. Folgendes ist wohl passiert. Der Schiedsrichter hat den Kontakt selbst wahrgenommen. Hat er ja auch zu Baumgart gesagt. Ich hatte eine Wahrnehmung. Absolut hervorragende Formulierung. Werde ich jetzt auch mal machen. Wenn ich irgendwas sehe, sage ich, ich hatte eine Wahrnehmung, dass du da an mir vorbeigefahren bist. Der Schiedsrichter hat also einen Kontakt wahrgenommen und brauchte deshalb eben keine Überprüfung, ne? Weil es war keine eindeutige Fehlentscheidung. Das konnte man wohl nicht anhand der Bilder festmachen und deshalb keinen Review. Ich verstehe natürlich Baumgart trotzdem zu 100%. Ich glaube tatsächlich inzwischen, dass es die richtige Entscheidung war. Ich war gestern Abend, ich bin erst seit heute der Meinung, was schon viel darüber aussagt, wie knifflig diese Entscheidung ist. Und ich verstehe Baumgart zu 100%. Das ist ja vollkommen klar, ne? Weil wir reden hier von einer solchen Kleinigkeit und von einem solchen Heartbreak für Paderborn und von 2 Millionen Euro, die Paderborn flöten gehen, dass man natürlich die Emotionalität des Trainers komplett nachvollziehen kann. Also ich zumindest.
Im Nachhinein sieht es jetzt so aus, als wäre das die richtige Entscheidung gewesen. Und dann gibt es da auch nicht mehr viel zu diskutieren. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung. Hast du irgendeine andere Meinung, Christoph? Schwierig. Schwierig. Es ist, wie Christoph gerade sagte, extrem schwierig. Wenn er diesen Ball berührt und wissentlich und willentlich in Richtung dieses Balles geht, und so sieht es ja aus, dann greift er natürlich ein in die Flugbahn des Balles, verändert die Richtung des Balles und damit hebt sich eben das Abseits auf. Das war natürlich eine Situation, die wünschst du keinem Trainer und keinem Schiedsrichter und schon gerade gar nicht in der K.O.-Runde des Pokals in der Verlängerung bei Zweitligist gegen Borussia Dortmund. Es ist halt einfach eine Gemengelage, die ätzend ist. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich finde es sehr erfrischend, dass Baumgart solche Interviews gibt. Und wenn er fand, dass der Schiedsrichter arrogant war, dann finde ich es auch in Ordnung, dass er es sagt. Soll er doch sagen. Ist doch einfach sein Empfinden. Aber ich glaube inzwischen, dass es wahrscheinlich die richtige Entscheidung war. Und dann gibt es damit auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Lautern Leo fragt: Konsumierst du noch andere Medien rund um Fußball? Podcast, Talkshows etc.? Podcast konsumiere ich auf jeden Fall. Da höre ich natürlich 93, natürlich Sportradio 360, Kicker Meets the Zone. Ich glaube, dass ich nicht viel mehr höre. Den Rasenfunk höre ich aber nicht immer, weil es so ein Commitment ist. 4,5 Stunden, let's go. Rasenfunk, Talkshows überhaupt nicht. Also Doppelpass gucke ich gar nicht. Wüsste ich auch nicht warum. Da gucke ich dann gegebenenfalls mal. Eigentlich, meine Art, den Doppelpass zu konsumieren, ist relativ klar. Ich gucke einfach nur am Sonntag um 13 Uhr auf Twitter, warum die Welt diesmal brennt, wer hat diesmal Scheiß gelabert, ungefiltert und ungecheckt. Das ist meine, wie ich den Doppelpass konsumiere. Und ansonsten die ganzen Sky-Talkshows. Nee. Guckst du da irgendwas von Sky? Nee. Ach, brauche ich auch nicht. Das sind alles gute Leute, aber ich muss nicht sehen, Patrick Wasserzieher, wie er zum 15. Mal dasselbe thematisiert, dabei alle Spiele, alle Tore oder wie auch immer das heißt, gucke ich alles nicht. Also Podcasts und am allermeisten gucke und lese ich aber einfach. Ich frage mich jetzt gerade, ob ich noch irgendwas nicht nenne. Nee, ich glaube nicht. Also am meisten lese ich tatsächlich meine Fußballsachen. Und dann sind wir schon wieder da, Freunde. Es ist die Frage der Woche, präsentiert von OneFootballs Partner eToro. Und wenn da jetzt gleich dein Name kommt, dann kennst du das Spiel. E-Mail mit einem Screenshot von deinem Account, wo man sieht, dass es deiner ist, an feedback@onefootball.com. Und dann kriegst du einen Monat Sky-Ticket umsonst. Und die Frage kommt von Can Klein. Yes. Angenommen, Bobic geht zu Hertha. Sollte sich Frankfurt Sven Mislintat holen oder eher einen unbekannten Namen? Natürlich sollte Frankfurt sich an Sven Mislintat holen, aber das ist ja auch nicht ganz so einfach natürlich. Ich glaube zuallererst mal, wie ich schon im Daily gesagt habe, dass an diesen Gerüchten Bobic und Hertha wohl was dran sein muss. Ich habe schon Bauchschmerzen bekommen, als man am Wochenende beim Spiel Hertha gegen Frankfurt für eine Sekunde den Präsident, sondern wie heißt der andere Kollege, nicht Seelenbauer, sondern der andere, Vorstandsvorsitzender, was auch immer, wie der mit Bobic geredet hat, habe ich schon gedacht, Moment, hau ab! Lass den Mann in Ruhe. Ich denke, dass da was dran ist. Ich denke, der Grund ist ja, den ich im Daily genannt habe. Ich glaube halt, was gibt es für Freddy Bobic bei der Hertha zu gewinnen? Er kommt in ein chaotisches Umfeld, das sportlich schlechter dasteht als die Eintracht. Bei weitem. Jahre hinter der Entwicklung der Eintracht derzeit. Eine Situation, in der eigentlich der ganze Verein brennt und ganz Deutschland keinen Bock hat auf Hertha BSC. So, warum tut man sich das an? Einfache Antwort. Weil ihm der Verein wichtig ist. Und dann gibt es einfach nichts zu sagen, dann soll er halt gehen. Wenn er sich der Hertha verbunden fühlt und diesem Verein helfen will, weil er ihm was bedeutet, weil er ihm vielleicht mehr bedeutet als Eintracht Frankfurt, dann bitte, dann ist das halt so. Ja? Der Mann hat für Hertha gespielt, seine Familie lebt, glaube ich, soweit ich weiß, komplett in Berlin, dann ist es eben so. Ist ärgerlich, er ist ganz klar der Vater des Erfolgs bei der Eintracht, ganz klar der Architekt, aber Reisen soll man nicht aufhalten. Ja, was soll man denn? Soll man jetzt sagen, nee, du darfst nicht gehen und dann geht er, wenn der Vertrag ausläuft, in 2 Jahren oder in 2022 oder 2023, weiß ich gerade nicht so genau. Ist dann halt so. Und sollte die Eintracht, natürlich sollten sie Mislintat holen, wenn sie es hinkriegen, aber jeder, also ich glaube, da gibt es Vereine, die eine Hausnummer größer sind als die Eintracht, die Mislintat als nächstes holen würden. Ich meine, da hatte bei Arsenal jetzt nicht so hingehauen, wie man sich gewünscht hat, aber bei Stuttgart zeigt er jetzt ja schon wieder, dass er ein hervorragender Mann ist. Ich glaube eher, dass bei der Eintracht dann Ben Manga die Position übernehmen würde.
Der ist so ein bisschen im Schatten von Bobic, extrem wichtig. Und ich glaube also eher, dass man da nach einer internen Lösung schaut. Und ich hoffe einfach, dass die neu gewonnene Stabilität der Eintracht darunter nicht leidet. Das würde mich doch schon sehr ärgern, wenn Bobic geht und dann da die Situation zusammenbricht. Sebi 31. Wie siehst du die Lage von Marco Reus? Kann er sein Normal wieder erreichen, wie Thomas Müller zum Beispiel, oder fährt der Zug langsam ab, auch wegen seiner Verletzungen? Also wir werden nicht den Marco Reus wiedersehen, den wir vor 5 Jahren hatten. Wie auch. Aber neben den ganzen Verletzungen wird er halt einfach auch älter. Also neben dem natürlichen Verschleiß auch noch das, was seine Verletzungen on top obendrauf machen. Und Marco Reus hat versucht, die Umwandlung zu einem Spieler zu schaffen, der mehr aus dem Zentrum agiert, und ist da für mich genauso aufgeschmissen, wie er es vor 5 Jahren war. Ich finde ihn einfach nicht gut im Zentrum. Ihm fehlt aber für die Flügel ganz klar das Tempo. Da sind andere Leute beim BVB, die da eher spielen. Auch das hat seine Gründe. Und deshalb glaube ich, der Zug fährt langsam ab. Ja. Das tut mir wirklich übertrieben leid. Ich glaube, Marco Reus hatte zwischenzeitlich das Potenzial, ein Weltklasse-Spieler zu werden. Und vielleicht war er es auch in Phasen, aber eben nicht so lang, wie es hätte sein können. Ein großes What-If, aber für mich, also ich würde mich freuen, und vielleicht schafft das nochmal irgendwie so ein schönes Old-Man-Game zu entwickeln, einfach Standfußball, aber ich sehe es nicht. So, ein paar Fragen haben wir noch. Hast du einen Blick auf die Uhr? Nö, ne, auch nicht. Null. Nö, ich auch nicht, schön. Leon F. fragt, für welchen Job findest du dich am ehesten geeignet? Ranking. Sportdirektor, Spielerberater, Zeugwart, Trikotdesigner, Ordner, Schiedsrichter, Beobachter, Linienrichter. Am wenigsten geeignet. Linienrichter. Kann mich nicht so lange konzentrieren. Ich würde immer kurz weggucken. Ups, scheiße. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Habe ich jetzt auch nicht so genau gesehen. Schiedsrichterbeobachter, ähnliche Situation. Weil, wenn ich Schiedsrichterbeobachter bin, dann soll ich ja das neutral beobachten. Und einer meiner größten Hobbys ist Schiedsrichter bepöbeln. Das heißt, das wird schon mal nicht funktionieren. Ordner, bin ich zu lasch für. Will ich die ganzen Leute durchwinken. Ja, komm, dann geht er, kletter halt drüber. Ich verstehe doch, dass du im Block stehen willst. Komm, mach, ich guck weg. Kriege ich Ärger, kann ich nicht machen. Zeugwart. Nee, Zeugwart hat zu viel Verantwortung, was organisatorisches Zeug betrifft. Kann ich nicht. Sportdirektor. Scheiße, es kann sein, dass ich überhaupt nichts auf dieser Liste machen kann. Sportdirektor. Das ist zu viel Kappes dabei im Sportdirektor. Du musst ja auch die ganze Zeit, hier der U19-Co-Trainer braucht einen neuen Vertrag, es fällt alles auf meinen Tisch, ich weiß mal, wie der Mann heißt. Nee, mache ich auch nicht. Trikotdesigner, ja, Trikotdesigner, könnte ich gut machen, mache ich bei uns im Pro Club auf jeden Fall. Unsere Trikots sind seit 5 Jahren immer nur schwarz oder weiß, aber mit verschiedenfarbigen Logos, also in die Richtung kann ich arbeiten, das habe ich schon gemacht. Und dann bleibt noch der Spielerberater. Ja, Spieler, aber doch, das könnte ich. Weil da musst du ja eigentlich wirklich nur die Leute voll quatschen und davon überzeugen, dass vielleicht noch 1,5 Millionen Handgeld obendrauf eine gute Sache wären für den Berater. Das kriege ich hin. Das soll ich hinkriegen. Also werde ich Spielerberater oder Trikotdesigner, und für den Rest bin ich absolut T5. Untauglich. René Trühe fragt, wie sehr würde dein Herz bluten, wenn die Eintracht tatsächlich in die Champions League schafft und die Gruppenspiele zu Hause gegen Real, Barcelona oder Liverpool ohne Zuschauer stattfinden würden? Ja, wäre natürlich... ja, wäre natürlich brutal. Ich habe schon mit ein paar Frankfurt-Freunden geschrieben und gesprochen, und ich weiß, es ist unrealistisch, aber mein größter Traum wäre natürlich Champions League. Von mir aus die Gruppenphase noch ohne Fans, aber wir kommen durch und dann auswärts nach Madrid. Dann ist von mir auch vorbei. Erste K.O.-Runde gegen Real ausscheiden, aber auswärts im Bernabeu mit der Eintracht einmal. Puh, dann, ja, das wäre schon in Ordnung. Das wäre schon wirklich in Ordnung. Chebes fragt, was denkt ihr zur Suspendierung von Olympique-Marseille-Trainer Vias Boas? Meiner Meinung nach steht es einem Trainer zu, die Transferpolitik zu kritisieren. Wenn der Trainer ein Veto gegen einen Spieler einlegt, dann ist dieses auch zu beachten. Oder außer natürlich, man will Konflikte provozieren. Im letzten Satz schwingt ja schon mit, was wohl so ist, dass das Verhältnis schon vorher angespannt war. Aber natürlich ist das halt das mit der Transferpolitik, ob der Trainer sich da einmischen darf, ist die große Frage. Früher war es eine viel klarere Trennung zwischen Trainer und Manager. Und da hat quasi der Manager die Zutaten eingekauft und der Trainer hat gekocht. Inzwischen ist das mehr und mehr verschwommen. Das englische Modell, dass der Koch die Zutaten kauft, hat sich ein bisschen bewährt. Und ganz prinzipiell, also es ist natürlich unheard of, dass man wirklich einfach einen Spieler holt, von dem der Trainer am Tag vorher sagt, auf gar keinen Fall will ich den. Und dann ist er einfach da am nächsten Tag. Da verstehe ich Vilas Boas, dass er keinen Bock mehr hat und sagt, hier, ich will einfach nur weg. Kann ich wirklich nachvollziehen.
Ich sage aber auch, das macht Olympique natürlich nicht, wenn sie das nicht billigend in Kauf nehmen. Na, die sind ja auch nicht komplett blöd. Auch wenn sie in den letzten Monaten einen Case dafür gemacht haben, dass es vielleicht sind. Deshalb, ja, ich verstehe, dass er, ich finde, dass der Trainer ein Mitspracherecht haben sollte. Aber wenn der Verein der Meinung ist, dass der Trainer nicht mehr der Richtige ist, dann geht es halt schnell über Bord. Dann ist das nicht die feine englische Art oder die feine französische Art, wie das da gelaufen ist. Aber es ist, ja, nicht nachvollziehbar. Aber dann ist es eben so. Es ist auf jeden Fall eine wilde Nummer und ich kann nur sagen, Christoph und ich werden noch in Sektion Radioverbot, das wir heute noch aufnehmen werden, darüber reden nachher. Manuel Vetter fragt, was für eine Bartpflege benutzt du? Sieht immer übel clean aus. Ja, heute nicht. Heute nicht so clean. Relativ einfach. Ich benutze so ein pH-freundliches Shampoo. Ne? Das benutze ich auch für den Kopf. Dann benutze ich am Wochenende einmal Bartöl. Und ansonsten gar nichts mehr. Ich habe früher richtig hart gewachst und jeden Tag getrimmt und sowas. Und das Wichtigste ist einfach nur, dass man den Bart... Ich föhne meinen Bart morgens tatsächlich und dann muss man ihm einfach ein bisschen Zeit geben, in Form zu trocknen. Muss man wieder den ganzen Tag über gucken, dass es in die richtige Richtung geht beim Trocknen und man keine Absteher hat und dann ist das schon die ganze Geschichte. Da wo er also fragt, kommt ein Vorstellungs-Q&A mit Christoph? Kommt das? Das musst du mir sagen. Also wenn dann nächste Woche, wir müssen uns die Woche nochmal zusammensetzen, was wir jetzt noch für nächste Woche geplant haben. Es ist so viel los leider bei uns derzeit. Wir kommen gar nicht dahin, das hier richtig zu planen. Aber, wie gesagt, Sektion Radioverbot morgen mit Christoph. Und die letzte Frage ist, welches Team hat dich am meisten gefesselt in deiner ganzen Zeit als Fußballfan? Wie immer exkludiere ich da jetzt Eintracht Frankfurt, weil das, glaube ich, nicht ganz fair wäre. Und wer wäre es dann... Wer wäre es dann? Vielleicht die Guardiola Bayern. Die fand ich unglaublich in der Bundesliga. Das war einfach Fußballmaschinerie für mich. Die fand ich schon wirklich faszinierend. Jeder weiß meinen Hang zum AC Mailand Anfang der 2000er Jahre. Triple Winning Real, also Triple Champions League Winning Real. Vorne mit dabei. Aber ich glaube, ich gebe es tatsächlich in Guardiola Bayern. Ich fand, das war in einem Vakuum betrachtet der beste Fußball, den ich jemals von der Mannschaft gesehen habe. Das war's für heute. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns morgen zu den Daily News und danach zu Sektion Radioverbot. Habt einen schönen Nachmittag. Auf Wiedersehen.